Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Monika und heute ist der Startschuss zu unserem neuen Format, der Hörgenuss des Monats. Und ich freue mich riesig, dass ich dabei sein kann. Der Hörgenuss des Monats ist ein Format, wo verschiedene Booktuber dir ihr Hörgenuss des Monats vorstellen, also ihr Hörhighlight des Monats. Und selbst wenn du sagst, das ist nichts für mich, Hörbücher, da schlafe ich bei ein, bekommst du hier ja wahnsinnig gute Inspiration, was Bücher angeht, weil wenn die Bücher gut sind und die Hörbücher gut sind, ja, was wollen wir mehr? Wir bekommen ganz tolle Inspiration und es sind richtig tolle Bücher dabei. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Wer sind wir überhaupt? Wir sind verschiedene Booktuber, die sich den Stempel Hörbücher eigentlich draufgebatscht haben. Also wie du weißt, bin ich selber hörbuchsüchtig, also ich bin ein richtiger Junkie und freue mich riesig, dass ich dabei sein kann. Ich verlinke dir auch alle Kanäle unten in die Infobox und du bekommst auch eine Playlist, in der du reinklicken kannst, wo du alle Videos von allen Booktubern zu sehen bekommst. Also du musst nicht von einem Kanal auf den nächsten springen, du kannst einfach nur in der Playlist schauen und schaust dir alle Videos durch an. Wir konnten, haltet euch fest, noch jemand dazu gewinnen, nämlich Melanie von Melanie Liest. Und ich freue mich riesig darüber, dass wir Melanie ja dabei haben, weil wenn man sich Melanies Kanal anschaut, dann weiß man, dass sie ja sehr viele Thriller liest. Man bekommt immer sehr viele Inspirationen, ich zumindest auf ihrem Kanal, und freue mich riesig, dass sie dabei ist. Ab November werden wir dann Melanie auch mit in den Videos haben. Du bekommst immer am letzten Donnerstag im Monat den Hörgenuss des Monats und da kannst du dich auch schon richtig drauf freuen. Um 15 Uhr, zack, ist ein neues Video online und ich freue mich schon richtig auf dieses Format. Ich habe mich zu einem Hörbuch entschieden, wo mir sehr viele Leute von abgeraten haben, weil der Klappentext etwas anderes suggeriert. Also du bekommst was anderes, als im Klappentext steht. Und so wie du mich kennengelernt hast, weißt du, ich werde richtig neugierig, wenn mir mehrere Leute von einem Buch abraten. Und ich konnte einfach gar nicht anders, als zu diesem Buch zu greifen. Und das ist Unschuldsengel von Zoe Stage. Dieses Hörbuch hat mich richtig begeistern können. Leider bekommst du dieses Buch nur über Audible oder über BookBeat. Also woanders habe ich es nicht finden können. Dieses Buch hat 13 Stunden und eine halbe Stunde Hörgenuss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hier war wirklich Hörgenuss am Start. Dieses Buch ist ein Debüt von dieser Autorin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das Debüt war von dieser Autorin, bin ich gespannt, was wir noch weiter von ihr zu lesen bekommen oder zu hören. Es war einfach gigantisch. Dieses Buch erzählt die Geschichte von Hannah. Hannah ist 8 Jahre alt und Hannah kann nicht sprechen oder sie spricht nicht. Also entweder will sie nicht sprechen oder sie kann nicht sprechen. Auf jeden Fall spricht sie nicht. Und die Geschichte wird auch aus der Sicht von Hannah erzählt und Suzette, ihrer Mutter. Wir haben hier ein Dreier-Package. Das ist einmal die Mutter, Suzette, Hannah, die Tochter und den Vater, den wir einfach gar nicht so richtig kennenlernen. Aber wir merken ziemlich schnell, dass die Geschichte in eine Richtung geht, die ja sehr mysteriös wird, die sehr belastend. Also die Atmosphäre ist von Anfang an sehr, sehr merkwürdig. Und der Vater ist immer auf der Seite des Kindes. Also egal, was die Mutter erzählt, er glaubt ihr einfach kein Wort. Und du gehst in dieser Geschichte komplett alle Emotionen durch. Also ich habe von Anfang an die Mutter verstanden, ich habe das Kind verstanden, ich habe den Vater verstanden und zugleich aber auch immer gehasst. Da habe ich gedacht, was ist da los? Was funktioniert da bei euch nicht? Und die Geschichte wird einfach erzählt, dass Hannah also nicht reden kann. Hannah will einfach nicht reden. Und eines Tages steht sie in der Toilettentür und sagt zu ihrer Mutter, muss man sich mal vorstellen, sie spricht ja normal nicht, ich bin nicht Hannah, mit einer ganz merkwürdigen französischen Stimme. Ja, und das geht dann ja schon richtig kalt den Rücken runter, weil das Buch sich auch in die Richtung bewegt. Also man bekommt sehr viel Horrorelemente hier auch geliefert. Die Mutter hasst ihr Kind und kommt selber damit nicht klar. Sie hasst das Kind, sie liebt das Kind. Und Hannah zeigt uns immer wieder, sie hasst ihre Mutter. Sie verbündet sich mit ihrem Vater, um die Mutter loszuwerden. Zumindest haben wir so den Eindruck. Und diese Geschichte war einfach genial erzählt. Also dieser Dreierpack. Und du hast wirklich, du bist alles durchgegangen. Du hast Gruselelemente bekommen. Es war horrormäßig. Es war einfach nur geil. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese 13 Stunden sind verflogen wie im Fluge. Also so ein tolles Hörbuch habe ich schon lange nicht mehr gehört. Und
Man liest auch dem Öfteren, dass die Sprecherin hier schlecht sein soll. Die Sprecherin, die spricht abgehakt. Und wir haben hier Claudia Gräf, die ich selber noch nie vorher gehört habe. Ich kenne sie nicht. Sie soll aber auch Werbung sprechen. Aber dadurch, dass ich ja keine Werbung oder kein Fernsehen schaue, bekomme ich sowas nicht mit. Und muss ganz ehrlich sagen, sie hat hier richtig gute Arbeit abgeliefert. Ich habe immer so das Gefühl, dass die meisten Leute sich nicht so mit den Stimmen und den Protagonisten zusammentun können. Bei mir ist es so, wenn eine Protagonistin für mich assi rüberkommen soll, so ein bisschen verludert, bisschen nuttig vielleicht auch noch, und du hast dann so eine assi Stimme dazu, ey, das passt für mich hundertprozentig. Und hier war es genauso. Also diese Stimme hat für mich zu Hannah gepasst. Sie hat nicht abgehackt gesprochen, wie viele das auch sagen, sondern es hat für mich alles rundum gepasst. Dieses ganze Hörbuch war einfach nur ein geniales Package. Es war richtig rund, es hat toll gewirkt, es war spannend, es war mein Hörgenuss des Monats. Und du merkst selber, ich steigere mich so richtig rein, weil diese Geschichte ist mir immer noch so präsent, als hätte ich sie gestern beendet, und es ist schon ein paar Tage her, als ich dieses getan habe. Das Ende hat mich dann doch ein bisschen unzufrieden zurückgelassen, aber nichtsdestotrotz war das ein mega gutes Hörbuch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das als Buch noch mal besser wirken könnte, weil man sich ja selber so ein bisschen in Stimmung versetzen kann. Also mir hat dieses Hörbuch richtig Laune gemacht und ich empfehle es dir auf jeden Fall. Falls du jetzt sagst, du möchtest auch gerne mal dein Hörbuch des Monats vorstellen, dann melde dich einfach bei einem von uns. Ich verlinke dir alle Kanäle unten in die Infobox. Sag einfach Bescheid und wir erklären dir dann auch, wie das Ganze laufen soll. Du musst nicht immer regelmäßig am Donnerstag im letzten Monat ein Hörbuch hochladen, aber du kannst natürlich auch mit unserem Logo zusammen dein Hörgenuss des Monats hochladen. Melde dich einfach bei einem von uns und wir würden uns freuen, wenn dieses Format eine richtige Runde macht. Das wäre natürlich das, was wir uns auf jeden Fall wünschen würden. Mich würde natürlich jetzt interessieren, hast du schon dieses Buch gelesen? Hast du das Hörbuch vielleicht schon gehört? Wie ist es bei dir rübergekommen? Hat dir das Buch gefallen? Fandst du es spannend? Fandst du es genauso gruselig wie ich? Dann schreib mir das mal in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über ein Like freuen oder vielleicht sogar ein Abo, wenn du es noch nicht getan haben solltest. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Hörgenuss des Monats. Ciao!